Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Dani Rolpe. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Heute mit dem Level Blackout Basement. Los geht's. Ja. Ja, pass auf, in diesem Level. Oh nee. Wird's manchmal dunkel. Ich hatte sogar mal so ein Level in Super Mario Maker 2. Da hat er tatsächlich einer nachgebaut. Okay. Voll nervtönend, ey. Die Gegner werden da unsichtbar. Ja. Alles wird unsichtbar, bis auf die Affen. Ja, so ein ganz kleines bisschen kann man sogar sehen. Ich sehe gar nicht, ey. Wie so ein bisschen die Streifen von den Dingern. Aber das ist trotzdem. Einfach Helligkeit hochstellen. Ich auch manchmal weiter als runtergerät. Ja. Wenn dann einfach zu dunkel war. Aber nö. Ich bin runtergerutscht. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja bald fertig mit dieser Welt. Ja. Das ist ja nämlich nur das Level und das Boss-Level. Das Einzige, was wir sehen, sind die Fässer und die Bananen. Wir sehen noch nicht mal die Statuen. Wir geben natürliches Licht ab als Affen. Natürlich. Das ist Kreislauf des Lebens. Wie oft sollen wir euch das denn noch erklären, liebe Kinder? Wenn so wie Quallen unter Wasser, man sieht einfach unser Licht so. Genau. Oh. Alter, das sind ja für viele gewesen. Bin ich nicht auf? Ja. Was? Ach Mann, das ist sogar der Checkpoint. Aber. Das ist ein fetter Klump. Ja, komm. Dafür hat das so nervt und aus, ist es irgendwie nicht so. Nicht so schlimm, ne? Nee. Irgendwann weil er nicht viel schlimmer machen können. Sag uns das so aus nicht, sonst passiert das wirklich noch. Gott. Das war ganz schön knapp, ey. Ich kann nichts sehen, Didi. Gib mir mal meine Lesebrille. Ich hab keine Lesebrille. Du sollst mir meine geben. Du hast keine. Oh doch. Nein. Würde ich mich da runterfallen lassen? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. So Bananen, ne? Aber ich glaube, dass hier sogar irgendwo ein Bums-Level dabei ist. Aha. Da unten die Banane. Die hat alles verraten. Ja. Zen. Sehe gar nicht, ey. Will ich da werfen oder? Ich hab keine Ahnung. Da hab ich getroffen. Ja. Wo kommen die denn her? War mal 10 Stück von denen. Oder wäre es jetzt gewesen? Ja, da ist noch ein. Ja. Da ist noch ein Secret. Ich glaube nicht, dass da noch ein Fass war. Das habe ich schon weggebrutzelt. Weggebrutzelt. Mit Schmackes. Oder gehst du nochmal ins Bonus-Level vielleicht? Nee, das Bonus-Level ist nicht mehr da. Dreck. Na gut, müssen wir Level beenden. Machen wir es da eben nochmal. Das war ja ein leichtes Level. Ja, irgendwie schon. Blackout Basement. And Boss Dump Brump. What? Dump Brump. Weißt du, wie das auf Deutsch heißt? Das heißt Herr Dumpfbacke. Boah. Das ist kein Witz! Ich hab den nicht gesehen, ey. Ich hab gesagt, ich bin stolz auf dich, Dampfbucke. Dampfbucke? Was? Elban ist doch da, der hat den mal Dumpfbacke genannt. Voll gestört, ey. Da.
müsste vielleicht erstmal rausgauten, Eis töten und dann. Ja. Und dann hat Fass nehmen. Ja. Warte, Moment. Warte, Moment. Wenn wir noch in das Bonusspiel gehen, dann wird doch alles wieder resettet. Wow, oh mein Gott. Wir waren doch schon im Bonusspiel. Ja, das ist jetzt schon aktiviert. Abgecheckt. Nee. Ja, Claptrap. Claptrap. Au, au, au. Blub. Ich mag es, wie die einfach nur au. Nein. Wie ich mir dachte. Warte mal. Ja, du musst ins Boden spielen, damit du da auch runtergefallen kommst. Ja. Ah. Weiß ich nicht. Dann müssen wir uns auch noch vorscouten, ey. Kannst halt immer ablegen. Ja. Das ist vielleicht auch eine Idee. Aber ein Fass. Oh. Hab ich gar nicht gesehen, weil ich den getötet habe. Nein! Ja, und jetzt? Da kam ich noch ein Fass, ne? Nee, ich glaube, da kam nichts mehr. Oh, warte mal. Ach, du musst sterben. No. Vielleicht da unten irgendwo sterben, bin noch da oben gelandet, ey. Naja, mit dem Checkpoint, dann ist das gar nicht so schwierig. Ja, wollte ich gerade sagen. Heute noch was wird mit dem Projekt. Wir sind schon bei 81% oder so. 83. Noch besser. Ich, das wird schon. Das wird schon mein Bester. Wir werden dieses Projekt noch heute vollenden. Damit du wieder Material hast. Ja. Was bin ich für eine gute Seele, die dir ständig Material gibt? Ich sehe halt gar nichts. Gut. Ich hätte sogar eine viel bessere Idee gehabt. Wir hätten einfach das Metallfass gegen die Wand werfen sollen, uns da draufstellen sollen und einfach durchrollen können. Ganz recht. Ja, danke. Ja, aber dann wäre er ja nicht dagegen gekommen, oder? Doch, dann wäre es erst so rechts und rechts abgeprallt. Halt, da abgeprallt. Und dann dagegen geflogen. Okay, so, das war Blackout Basement. Und jetzt kommt Boss Dump Drum. Boss blöde Trommel. Herr Dumpfbacke, das ist er. Einer der langweiligsten Bosse überhaupt. Weil das Einzige, was du machen musst, ist, die Gegner zu besiegen. Das ist alles. Mehr musst du gar nicht machen. Da ist halt ein riesen Würfelbecher, weiter warte. Ja. Cuphead wäre das jetzt, weiß ich nicht. Eine riesen Herausforderung, aber hier. Ja, aber hier ist dann absolut gar nichts. Okay, da wird vielleicht von Zeit zu Zeit ein bisschen schneller. Okay. Das war's. Geil. Cool, ne? Wir gewinnen eine Banane. Yeah. Oh. Die okay. Ist fürs Mittagessen. Chimp-Caverns. Oh, sollen wir erstmal speichern? Ich würde mal sagen, wir speichern erstmal. Dann können wir mal machen. Dann können wir mal sehen, wie viele Prozente wir haben. Ja. Weil so viel ist es ja nicht mehr. Weil jetzt kommt nur noch eine reguläre Welt. Und wir haben 86%. Nice Sache. Nice.
kommen, aus der Welt herauszukommen, muss den erst den erreichen. Ja. Ja, voll nervtönend. So, Chimp-Caverns, Affenkleinhöhle, Tanked Up Trouble. Oder aufgetankter Ärger. Ja. Okay. So, das Lustige, hier müssen wir halt immer wieder diese Fässer einsammeln, damit unser durch Batterien betriebenes. Unsere durch Batterie betriebene Plattform nicht runterfällt. Alles gleiche. Wenn wir mal einmal verpassen, haben wir verkackt. Ja, so ziemlich. Wenn er dann einfach nur an oder. Ja, fällt die Plattform sogar runter. Boah. Dann fällt die Plattform einfach in den Abgrund. Oder wie ich gerne sage, in den Abgrund. Okay, das Ende da. War schon da. Checkpoint. Sieht aber noch relativ chillig aus. Von diesem Gimmick absieht. Nein. Die Plattform bleibt kurz stehen, wenn einer getroffen wurde. Geh da hoch, Mann! Ich hab da noch getroffen. Die Plattform ist runtergefallen. Tanked Up Trouble! Muss wirklich voll bedrohlich sein, wenn die irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend läuft und so ein Riesenaffe schnauft den so die ganze Zeit in den Nacken. Nein. Keine Sorge, die Plattform bleibt kurz stehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Zu früh. Ein bisschen zu früh. Mhm. Das Spiel ist irgendwie viel zu viel Trial and Error, ey. Oh Gott, wir sind ja schon in der sechsten Welt. Wir sind schon in der letzten regulären Welt. Ja. Da kommt halt noch der Kampf gegen den fetten Alligator. Ja. Der es irgendwie in Smash reingeschafft hat. Keine Ahnung wieso. Ja. Oh. Okay. Keine Sorge, ich komme noch dran. Ich habe doch alles unter Kontrolle. Keine Angst, Bruder. Ich komme da schon dran. Na, ich komme da schon dran. Bruder. Ich keine Angst, auch, Bruder. Ich will noch ein paar Nüsse. Hast du ihn gesehen? Noch, die geben nur ein Ding. Ja. Wollt nicht rollen, nee. Oh. Ja, ich die ganze Zeit Y gedrückt halten. Was, du kannst nicht die ganze Zeit Y gedrückt halten? Ja. Also ich kann das locker. Ich muss doch mal anhalten. Raucherpause machen. Raucherpause machen. Ah. Meine Pillen, ne? Genau, meine Pillen nehmen. Ja. Ganz ruhig, die ganz ruhig. Wenn man also, merkt man einfach nur so einen Atem im Nacken. Überhaupt nicht bedrohlich. Ich meine, hier wir sind zwei Affen. Wir sind zwei Affen, was erwartest du denn?
Die Kong existiert doch nur, um an die hippere Generation ja zu appellieren. Nein! Oha, nö. Oh, jetzt hab ich den Schlangen. Nein. Oh. Drrrring. Ich wäre an der gleichen Stelle verreckt, glaube ich. Nee. Doch. Nein. Schwieriger als Cup. Das kannst du so nicht sagen. Da ist Cuphead um einige schwerer. Ich bin schwieriger als Cup. Weil du noch nie gespielt hast. Das bei Cuphead ja auch nicht. Ja. Aber mit Cuphead hast du dich schnell an die Steuerung gewöhnt. Ja. Und hier nicht so. Toll. Ich hab irgendwann nicht irgendwie jemanden gesehen, der. Ich hab's noch nicht mal am Tutorial ja vorbeigeschafft, ey. Bei Cuphead? Ja. Alter. Das muss ja ein ziemlicher Noob gewesen sein. Ey, all diese Rage Compilations von Cuphead, die sind voll irgendwie, weiß ich nicht. Leute, richtig, die können überhaupt nicht zocken, habe ich so ein Gefühl. Wenn du schon nicht irgendwie, weiß ich nicht, da schaffst irgendwie über die Säule zu springen im Tutorial, dann. Ja, dann kann. Ist da vielleicht irgendwie ein Zeichen dafür, dass du das Spiel nicht ich so gut kannst, ja. Boah, ich war immer noch. Oh. Ich bin so fett für das Spiel. Was? Ich bin so fett, ich komme überall ran. Du bist so fett, du kommst überall ran. Meine Schwabbelwaden, die tun alles hier berühren. Kommt das ins Best auf? Ich meine, das Projekt ist ja relativ kurz. Ich meine sogar, ich glaube sogar noch kürzer als Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World. Weil ich meine, der wievielte Part ist das jetzt? Der 6. oder der 7.? Der 6. ist das. Und wir sind schon fast fertig. Ich würde sagen, noch ein, maximal zwei Parts noch und dann sind wir fertig mit dem Spiel. Ja. Ich würde sagen, zwei. Meinst du zwei? Riesen und. Ja, okay. Vielleicht doch noch drei, weiß ich nicht. Nee. Ich glaube drei nicht. Je nachdem, wie wir uns anstellen, also. Ja, stimmt, weil die Level in dieser Welt sind nicht ohne. Hier stehen wir aber noch. Nein. Ach Gott. Du weißt schon, dass ich jetzt hier frecken, ey. Nee. Aha. Okay, egal. Ja, stirb. Gott sei Dank. Wir haben nicht alles. Wir haben nicht alles. Sorry, das war nicht. Egal, gehen wir erstmal weiter in Manic Minecurs. Oh Gott, das ist ein schwieriges Level. Ich freue mich. Oh, da ist ein Bambi. Du meinst Rambi? Bombi! Jo, was geht? Bombi? Nein, hier geblieben! Brauchen wir wahrscheinlich für irgendwas, aber. Ja. Ja. Nein. Bombi! Warum hab ich das gemacht? Keine Ahnung. Hat sich voll angepasst, irgendwie der Sound. So, machen wir dafür irgendwas? Stimmt. Nur für was? Ich wurde getroffen. Ich hatte das fast geschützt. Hierfür. Okay, egal. Ein Kong, nein. Was? Oh, ich hab vorher die schon gerade. Wieso das denn? Weiß nicht. Das habe ich manchmal halt.
You are back. Dann muss ich das Bonusspiel nochmal machen. Ja, wäre vielleicht besser. Vielleicht wäre es auch erstmal besser, mich rauszuholen. Hey! Ach so, ja, stimmt. TNT besser explodieren. Na, okay. Rechts war das, ne? Ja. Verstandst du mich immer? Gut. Trauer. Boah, und ich halte immer an, wenn ich einmal am Rollen bin, ey. Ich werde jetzt eh gleich. Ich werde bestimmt eh. Ich stelle jetzt gleich schön an den da. Und an den. Den dritten. Ich wollte nochmal kurz schnell sterben. Ja. Wofür braucht man jetzt Bambi? Das war, es gab am Anfang auch ein Bonus-Level. Na klar. Gott! Ich habe so Türme da. Ich will nicht mehr. Einfach auf die Klippe da gerutscht. Das war ein Cliffhanger. Verstehst du? Ja. Ahoa! Da habe ich jetzt gerade voll überrascht, ey. Wie sag ich's ja, die Level in dieser Welt sind nicht ohne. Wo ging er dann noch ein Fass oder so? Was soll's? So. Wut! Hast du das gesehen, Didi? Ja, ich habe das gesehen, Donkey Kong. Hast du das gesehen? Scheiße. Und deswegen gehe ich zu einer Anti-Aggressionstherapie. Oh Mann. Hi. Ich doch am. Du springst nicht auf den, du kannst ihn einfach so töten. Ich wollte ihn aber in die Luft jagen. Ich will ihn einfach von hier aus. Okay. Ich fühl mich irgendwie wie Tingle Tangle Bob aus Simpsons. Heißt er immer in so eine Hake da rein. Was ist das? Den muss es jetzt töten, ne? Das muss jetzt sein, ne? Ja, trau ich mich nicht. Boah, ich krieg so einen Kotzen hier. Oh. Nein! Du rennst halt immer in denselben Hindernis rein. Ja, du auch. Ey! Den ja. Oder den, nee. Auch nicht. Kennt ihr das, wenn ihr so, weiß ich nicht, irgendwie was kaputt machen wollt? Und es dann einfach nicht hinkriegt? Ich meine, in real life. Ja. Kennt ihr, wenn ihr einfach so sitzt, ihr zockt mit einem Kollegen und dann wollt ihr auf einmal richtig was kaputt machen? Spät und kommt wieder rein. Ich möchte mal einfach den Let's Player Funk Royal zitieren mit den Worten: Ich will nach Japan gehen und einfach irgendwie von Nintendo irgendwas kaputt machen. Was? Und wenn es nur ein Gameboy ist, aber ich möchte ihn in Japan kaputt machen. Wieso das denn? Weil es um die Ehre geht. Um die Ehre? Was für eine Ehre, Bruder. Na, raus hier. Was soll's. Ah, wir haben nicht alles. Oh. Wir müssen sowieso rein. Ah. Okay, machen wir noch das nächste Level. Misty Mine. Ja. Das ist die Nebelmine. Muss ich da kaputt machen, der Teil? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ah.
Oh, dann geht auch damit kaputt, herrlich. Warte mal, da unten war was. So. Soll ich zurückgehen? Oder? Nein, du solltest weitergehen. Oh, jedes Mal auch, ich dachte, gegen irgendwas, was hinter mir steht, ey. Oh. Warum kann er das Ding nicht auch vor sich halten, ey? Das ist voll nervig, ey. Bin gestolpert. So, Zerstörung. Boah, das Ding ist mir jetzt einfach nicht. Ey. Man könnte, kann das Spiel mal aufhören, ey. Man könnte, glaube ich, gar nichts, ne? Hab ich da jetzt getroffen? Nee. Nee. Ist ja klar. Ich glaube, das Spiel hier will dir nichts gönnen. So, er hat schon mal nichts gemacht. So, das Ding. Ach. Wo war? Nein, da sind keine Bananen. Ja. Dachte, da wäre was. Hey, warte mal, ich habe eine Idee. So. Hier ist noch nicht mal was. Boah, jedes Mal. Jedes Mal. Was ist das? Danke. Das hat noch getroffen, ey. Nein. Now it's my turn to save the world. Moment mal, wir retten überhaupt nicht die Welt. Ja, irgendwie nicht. Ohne Insel. Wahrscheinlich. Oh, was geht? Hier was? Aber was ist hier? K. K erst. Das O. Also, okay. Das N. Und das G. Und Expresso. Adidas. Sogar ein Mercuccino. Also. Ey! Und da geht er hin. Er braucht mal bestimmt für irgendwas. Nein! Ich hätte das TNT hier gebraucht. Wo gibt's denn auch noch irgendwo TNT? TNT! Ich brauch TNT! Nee, so ein Fass aber. Ja, ich brauche aber ein TNT-Fass. Oder irgendein anderes Fass. Hatten wir überhaupt schon einen Checkpoint? Ja. Ja, wirklich? Ja, wir hatten schon einen. Läuft eine Weile her. Durch. Wir sind durch. Und haben nicht alles gefunden. Wir haben, yeah! Wir haben 29 Minuten. 29 Minuten, okay, dann machen wir im nächsten Mal weiter mit Loopy Lights, aber natürlich werden wir rausgehen, natürlich erstmal alle Bonus zu finden. Das glaube ich 3 Level sind, ne? Ja. Gott. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Hallo, hi.